So langsam kommt Bewegung in die Wetterlage. Von Norden nähert sich ein schwaches Regengebiet. Und in der nächsten Woche, heute in einer Woche, sieht es dann von den Temperaturen und fühlt es sich vor allem ganz anders an. Aber das gucken wir uns am Ende an. Erst einmal liegen wir immer noch unter unserem dominierenden Nebelhoch, was hier im Südosten liegt und weite Teile Deutschlands immer noch im Griff hat. Von Norden kommt dann heute Nacht hier diese Front langsam reingezogen mit etwas Regen. Aber dieser Regen wird es wirklich schwer haben, der gegen das Hoch anzukommen. Der kommt heute Nacht von der Nordsee langsam reingezogen und liegt dann morgen früh in etwa auf einer Linie Emsland bis zur Ostsee und kommt nicht wirklich vom Fleck. Bis morgen Abend beharrt das Ganze hier meist an Ort und Stelle, da kommt nicht viel zusammen, aber zum Nasswerden reicht es eben und zieht dann erst zögerlich in der Nacht auf Freitag weiter in die Mitte, erreicht dann auch das nördliche Rheinland-Pfalz und auch Berlin und wird dann quasi zerlegt, vom Hochdruck quasi zerschlagen. Es bleibt also trocken im Süden, dafür aber neblig. Und da ist es auch heute weiterhin neblig, teils richtig trüb. Im Nordwesten ziehen ein paar dicke Wolkenfelder auf. Auf den Bergen ist es sonnig. Diese Wolkenfelder, die bröckeln dann allerdings langsam weg im Nordwesten. Da kommt heute Nachmittag auch mal ein bisschen Sonne raus. Auch im Lee der Alpen, der Eifel und der Mittelgebirge wird es teils sonnig. In den Bergen sowieso, ansonsten bleibt es neblig und trüb. Und auf der Nordsee, da kommen bereits die ersten Wolken von dieser Regenfront an. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 11 Grad. Minus 2 Grad im Dauernebel und auf den Bergen mit Sonnenschein bei bis zu 12. Der Wind ist nur im Norden spürbar und spielt im Süden keinerlei Rolle. Hier ist es nahezu windstill. Auffrischen wird der Wind eben an der Front hier oben auf der Nordsee. Und dann kommt die Front heute Nacht reingezogen. Während es in der Mitte und im Süden weiter neblig bleibt, kommt es eben hier im nördlichen Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu ersten schwachen Regen. Hier wird es auch milder sein. 4 bis 7 Grad heute Nacht, sonst weiterhin frostig bei 0 bis minus 3. In einzelnen Lagen könnte es auch kühler werden mit minus 4 bis minus 5 Grad. Der Donnerstag selber, tja, der sieht dann von der Mitte bis nach Süden hin wieder teils neblig aus. Lokal kann sich mal etwas Sonne zeigen, vor allem wieder auf den Bergen. Sonst haben wir im Norden eben diese schwache Regenfront hängen und die klebt hier einfach und kommt nicht weg. 5 bis 8 Grad haben wir es. Minus 2 im Dauernebel und 10 im Nordwesten und auf der Nordsee eben unter den Wolken. Und nun Freitag, Samstag, Sonntag. Es sieht nicht wirklich anders aus. Wir haben es viel mit Nebel zu tun am Freitag, am Samstag und auch am Sonntag. Auf den Bergen und eben im Lee der Gebirge bleibt es ebenfalls sonnig. Aber was sich ändert, sind die Temperaturen. Minus 3 bis 10 Grad am Freitag. Nur noch 7 Grad werden am Samstag erreicht. Und 7 Grad werden auch am Sonntag erreicht. Allerdings nur noch im äußersten Nordwesten und auf der Nordsee. Sonst liegen wir bei minus 3 bis 5 Grad, denn es wird langsam kühler. Der Wind dreht auf Ost und das liegt an dem Kontinentalhoch, was hier liegt, eben über dem Kontinent und langsam aber sicher am Wochenende dann auch seine kalte und trockene Luft zu uns schickt. Und da ist dann stellenweise auch schon die minus 10er mit dabei und das sorgt eben am Boden teils für Dauerfrost. Am Mittwoch in einer Woche, sprich heute in einer Woche, sind das hier die Höchstwerte, die wir bekommen. Im äußersten Nordwesten noch so gerade zarte Plusgrade. Ansonsten liegen wir meist bei 0 bis minus 3. Etwas milder bleibt es dann rund um Freiburg und auch Richtung Schweiz. Hier werden nochmal 5 bis 7 Grad erreicht. Aber ansonsten liegen wir in absolut winterlichen Temperaturen. Und dazu gibt es eben in der trockenen Luft meist viel Sonnenschein und ein paar harmlose Wolken.